Okay, jetzt geht wieder dieses ewige Gelade wieder los. Bei mir zu Hause wird es jetzt auch ein bisschen dunkler. Das macht mich irgendwie voll nostalgisch. Da oben steht wieder ein Tipp. Angesammelter Schaden. Du kannst angesammelte Schaden mit Hilfe deiner Autophagie-Fähigkeit durch den Genuss menschlichen Blutes oder durch Ausruhen heilen. Nicht nur menschlichen Blutes. Wir sagen doch auch von Skulls Blut. Okay, ich habe wieder einen Batzen voller Erfahrungspunkte bekommen. So, time to visit the Ascalon Club. Okay, time to visit the Ascalon Club. The Ascalon Club. Ach du Scheiße, was ist das für ein Riese? Ach du Kacke, ich lass den mal kurz alleine. Dann muss ich nur gegen diesen Riesen kämpfen wahrscheinlich. Ich hoffe, der ist nicht allzu stark. Dauert noch ein Weilchen, aber nicht zu lange. Er ist auf Level 24, ich bin auf Level 17. Er ist ganze 7 Level besser als ich. Das heißt, es könnte schwierig für mich werden oder ich könnte sterben. Also ich verstecke mich nochmal ein bisschen. Aber der hat schon einiges drauf hier. Wenn er die 18, Level 18 Leute da besiegt, wenn ich Level 17 bin, dann will ich gar nicht wissen, wie ich gleich ins Gras beißen werde. Aber ich werde erstmal warten, bis er die alle umgelegt hat. So, die sind alle so riesig hier. Zwei riesige Menschen gegen einen Riesen. Ein riesiges was weiß ich. Bosshafter Wul... Was war das? Okay, er hat die jetzt alle besiegt. Da war eine Mülltonne, glaube ich. Ich gehe da nochmal hin. Muss gucken, was da drin ist. Zum Glück ist das hier so groß, ne? Hab ich dich. Alter, ich hab's geschafft. Ich hab mir das viel, viel schwieriger vorgestellt. Ihr habt es gerade gemerkt. Ich hab's mir wirklich viel schwieriger vorgestellt. Das finde ich jetzt richtig komisch. So, auf zum Ascalon Club, ey. Noch 156 Meter. Vielleicht auch nicht. Ey, Mann. Wo kam das gerade her? Warum ist hier so eine Blutspur? Ich will jetzt nicht folgen, weil das nicht meine Mission ist. Beware. Okay. Da ist eine Mülltonne. Ich will nicht angegriffen werden. Ich will erstmal meine ganzen Sachen hier einsammeln. Wo kommt das her? Ach du Scheiße, denn auf Level 22 ein verunschalteter, geblendeter Skull. Er ist auf jeden Fall stärker. Wir haben neue Gegner. Ups, was habe ich da getan? Ich wollte eigentlich nur kurz weg. Ihr habt sie getötet. Tötet sehr schnell. Ich möchte jetzt eigentlich wieder in meine Hexersinne sehen. Hexersinne gehen. Hexersinne? Warum geht er die ganze Zeit so langsam? Warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? That was the vampire I saw earlier. Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Da war ihn gerade wahrscheinlich so eine Sequenz und ich hab's verpasst. Kein Wunder, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ja, da hat jetzt keiner gekämpft. Wer ist das? Eine große Bestie auf Level 26. Ja, das ist sowas von mega unfair. Ich sag die ganze Zeit, das ist unfair, weil ich noch nicht upgraded bin. Aber ich werde es jetzt trotzdem versuchen. Erstmal mal gucken hier, was es hier gibt. Also, Opium. Keep out. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock auf die. Hä?
Ich kann hier gar nicht durch. Okay, wenn nicht, dann nicht. Ja, wenn ich jetzt hier nicht durch kann, dann ist alles umsonst gewesen. Das regt mich gerade so auf. Kann ich mich nicht irgendwo hoch teleportieren? Weil ich muss ja in diese Richtung, ne? Vielleicht kann ich's, vielleicht auch nicht. Ey, wie blöd ist das denn? Wenn ich da nicht mal durch kann. Toll. Na toll. I cannot enter. Warum ist hier alles abgeschlossen? Wo soll ich denn jetzt verdammt nochmal hin? Hier nach oben teleportieren kann ich mich ja auch nicht. Da ist jemand. Oh, ich kann nochmal kurz da hoch. Ich beobachte die nochmal eben. Gegen wen kämpfen die da? Gegen ein Bluteckhorn. Schon wieder. Dann warten wir mal, bis sie da unten fertig sind. Ist er Bluteckhorn? Hat er das geschafft? Okay. Ich muss ihn anscheinend nochmal besiegen. Hab ich dich. Und schlage wieder daneben. Ich verliere ziemlich viel Leben. Hab ich dich wieder. Er kann auch diese Verteidigungsattacken machen, das regt mich auf. So, geschafft. Ich hoffe, dass ich diesmal jetzt richtig gehe. Hier wurde jetzt eben gerade gespeichert. Wenn ich da jetzt nicht vorbei kann, ne? Dann weiß ich nicht mehr weiter. Achso, hier ist eine Tür. Sag das. Was? Aber wo muss ich denn hin? Ich verstehe das nicht. Wenn es hier keinen Ausgang gibt, obwohl... Hier kann ich mich teleportieren, aber würde es mich weiterbringen? Ich denke nicht. Das habe ich ja eben gerade schon gemacht. Wie komme ich denn jetzt raus? Habe ich irgendwas vergessen? Weil... Da kann ich ja jetzt auch nicht durch, ne? I cannot enter. Vielleicht habe ich irgendwo einen Schlüssel vergessen oder so. Alter Schwede, wo muss ich hin? Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Ausgang. Aber ich frage mich, warum die das dann so machen. It's locked. Und wieso ist alles abgeschlossen, ey? Kann ich da hoch? Nö. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Bestimmt irgendwas übersehen. Ich denke, ich hab's gefunden, oder? West End. Never have I felt so sad to be back home. Oh, ich bin zu Hause. Nicht schlecht. Ah, ein Schläger auf Level 26. Ein Rekrut von Priven auf Level 24. Okay, ich werde es mal schaffen, gehe ich aus. Davon aus. Verbrennt ihn, Boys. Und weiter. Alter Schwede. Wieso ist er so schnell? Hab ich dich. So schnell bist du wohl doch nicht. Ah.
hab ich dich. Mit deinem Blut. Das habe ich jetzt erstmal geschafft, aber es ist wie immer ganz knapp bei mir. Weil wie gesagt, ich habe mich nicht abgegradet. Da hinten sind auch noch welche. Ich hoffe, das sind normale Menschen. Ja, das sind normale Menschen und ich habe einen Unterschlupf freigeschaltet. Aber erstmal stelle ich mich dem Ascalon Club vor. Not quite as subtle as I expected. Bezirk verloren. Wenn der Gesundheitszustand eines Bezirks unter die griechische Grenze fällt, habe ich gerade griechische, ich habe nicht griechisch gesagt, oder? Versinkt der Bezirk im Chaos. Bürger werden als vermisst gemeldet. Ihre Missionen können nicht mehr durchgeführt werden und gefährliche Kreaturen wandern durch die Straßen. Okay. Das ist uns bis jetzt noch nicht passiert, weil alles bis jetzt entweder stabil oder gereinigt wurde. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Okay, Lord Redgrave. Hier gibt's auch viele Sachen zum Einsammeln. Ich sehe hier ganz viel glitzern. Alles klar. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Ja, die scheinen sehr reich zu sein. Ich habe einen guten Dolch gefunden. It's locked, all right. Okay, hier kann ich nicht durch. Die haben es echt mit ihren verschlossenen Türen. So. Hier ist noch was. Okay. Warum bremst du eigentlich immer so komisch ab? Nur weil ich X drücke. Schrank ist auch noch was. Ich werde hier erstmal alles abstauben, so wie immer. Ich bin ein großer Fan von Abstauben. Ich meine jetzt nicht Abstauben im Sinne von wortwörtlich gemeint, sondern einsammeln. Okay. Ich habe einen Schlüssel gefunden für den Keller des Ascalon Clubs. Okay. Jetzt habe ich erstmal alles, glaube ich. Muss ich kurz kratzen. Und weiter geht's. Good evening. Die sehen alle aus wie solche Schurken, ey. Die sind voll merkwürdig. Ich glaube, die sind alle böse. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansha was no match for him. Fergal Bansha. Tja, ich bin wohl so ziemlich stark. For we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours?
Ich weiß nicht, was sie sagen soll, weil Lady Ashbury hat ja gesagt, sie soll denen nicht vertrauen. Ich möchte jetzt nicht allzu viel verraten, weil ich eher auf Lady Ashburys Seite bin. Ich würde sagen, ich bewundere sie. Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she too prone to emotions, if you ask me. Das war falsch, was wir gerade gedrückt haben. Wir hätten doch noch das untere drücken sollen. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Scowl Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Ich würde sagen, warum ich? Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Was soll ich sagen? Die Angelegenheit geht sie nichts an. Sprechen Sie nicht über meine Familie. Ich würde einfach Nein sagen. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? Ich glaube, ich habe die ganze Zeit falsche Antworten gegeben. Es war keine Absicht. Ich werde beitreten. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not, nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Die haben alle gleichzeitig geredet im Chor. In front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Ich unterzeichne es, aber ich mein's nicht ernst. Mit meinem Blut. Scheiße. Oh, der ist so eklig. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Das
So, ich muss mit Lord Redgrave sprechen. Wer ist denn Lord Redgrave davon? Finny? Tajikson? Sheffield? Wer ist das? Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Es ist ungewohnt. Ich will jetzt nichts Unhöfliches sagen. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah. Vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson. Scheiße, das ist der Falsche. Ich suche Redgrave. Sie sind berühmt. Mr. Dawson. Of Dawson and Dawson. The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Geld löst nicht jedes Problem. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Okay. Es ist ungerecht, es ist gefährlich, es ist effizient. Ich weiß nicht. Was davon soll ich jetzt auswählen? Effizient heißt ja, dass wir dafür sind. Das hier ist gefährlich. Ich sag einfach, es ist ungerecht. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Okay. Ich suche jetzt einfach nochmal weiter, Lord Redgrave. Das ist Finny. Haben Sie die? Hutchinson. Die hatte ich ja alle schon. Ich muss den irgendwo hier finden. Ist da noch jemand? Arthur Pendel. Bla bla bla, keine Ahnung. Puh. Ist hier denn nicht noch ein Unbekannter? Also hier ist eine Tür. Wenn ich jetzt da rauskomme, ist nicht so gut. Weil dann lädt es wieder endlos und das will ich nicht. Warum ist diese Tür so voll blutbeschmiert? Da kann ich nicht mal durchgehen. Ich glaube, ich werde mir einfach nur mal. Wo ist denn das auf der Karte? Schauen wir mal, was auf der Karte ist. So, ich bin jetzt hier. Das Y ist hier. Das heißt, ich muss ihn noch hier irgendwo finden können. Ich spreche nochmal mit dem hier.
Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Okay, er sagt nur Welcome to the Ascalon Club. Und so, was war das? Ein Sammelobjekt. Eine Geschichte zum Ascalon Club. Extra XP-Punkte. Tür wurde aufgeschlossen. Die Frage ist nur, werden wir hier was finden oder werden wir hier nichts finden? Achso, ich habe ja den Kellerschlüssel. Aber ich glaube nicht, dass ich den jetzt im Keller finden werde, oder? Ja, ich bin hier falsch. Ich gehe nochmal hoch. Im Keller komme ich erst später wahrscheinlich. Ich möchte jetzt raus. Beziehungsweise rein. Ja, wir suchen Lord Redgrave. Wo ist denn der? Ich gehe gleich nochmal nach oben, aber erstmal schaue ich hier. Scheiße, ich bin raus. Ich muss gleich wieder rein. Und dann lädt es wieder Ewigkeiten. Wenn ihr das nicht möchtet, dann spult einfach vor. Das war keine Absicht. Örtliche Untersuchung. Einige Bürger können Missionen für dich haben, wenn du mit ihnen ansprichst. Die werden dich immer für deine Hilfe belohnen. Okay. Ich glaube, das stand da schon ziemlich oft. Jetzt warte ich erstmal, bis das zu Ende lädt. Ich muss euch sagen, ich spiele dieses Spiel wirklich gerne. Und ich frage mich, welches Let's Play ich nach diesem Spiel wieder anfangen werde. Und auf welches Spiel ich warten möchte. West End. Statusbezirk stabil. Okay. Ist Lord Redgrave vielleicht hier irgendwo? Nee, das kann nicht sein. Ich glaube, ich werde mich hier gleich wieder entfernen. Ja, ich gehe mal lieber wieder rein, aber ich schaue nochmal, ob es irgendwas in diesem Garten ist. Damit wir nicht hier umsonst rausgegangen sind. Aber hier ist wirklich nichts. Also gehe ich wieder rein. Wer jetzt nicht warten möchte, spult einfach vor. Da steht jetzt wieder was. Nee, das hatten wir auch schon. Wenn ein Bezirk verloren geht. Das heißt, wenn die Menschen da alle gestorben sind, beziehungsweise alle krank werden, dieser Bezirk nur noch mit bösen Leuten bewohnt. Beziehungsweise die wandern durch die Straßen, wie das da steht. Ich frage mich, wie die auf die Idee gekommen sind, dass Vampyr mit Y geschrieben wird. Okay. Hier wurde jemand durch die Gegend geschleift. Und ich bemerke das erst jetzt. Achso, das ist einfach nur so ein scheiß Rekrut. Der hat es auch verdient. Belästigt mich auch immer. Alles Dolls. Arthur Pemberton. Okay, ich gehe wieder hoch. Ich wette, der ist oben. Er ist ja auch bestimmt. Auf einmal wird es hier total hell in meinem Zimmer. Das wundert mich mega. Lord Finney. Nicht, dass ich hier gerade schon gewesen bin, ne? Ja, hier habe ich ja alles abgestaubt. Hey, aber wo ist denn dieser Lord Redgrave jetzt? Haben sich jetzt alle in diesem Raum versammelt? Guck mal, hier ist Hutchinson, Finney. Ah, da ist er ja. Ich bin so ein Vollidiot. Es tut mir richtig leid. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Bearer. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic. And your findings were quite alarming. Skulls stehen mit der Epidemie in Verbindung. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic.
This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed. But for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Priwen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Okay, ich sage, einige Skulls sind friedlich, aber wir kennen ja Sean Hampton, der tut alles dafür, um anderen Leuten nicht weh zu tun. Beziehungsweise, also, er ernährt sich ja nur durch Leichen und sowas. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Okay. Und wieder mal habe ich einen fetten Batzen voller Erfahrungspunkte bekommen. Das hat aber auch nichts Gutes zu bedeuten, weil ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass ich es brauchen werde. Have you heard the rumors of some horned vampire revealing himself and singing obscure songs around the city? Ich muss die Bürger auf die Infektion untersuchen und frage Anwohner nach möglichen Infektionsquellen. Oh, das ist die Mission. Also es ist hier im Umkreis, wo ich gerade bin. Okay, dann mache ich das nochmal mit denen hier, weil mit denen habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Mit dem habe ich gesprochen, aber mit dem kann ich bestimmt noch mal welcome sprechen. To the Ascalon Club, Doctor. Er sagt nur Welcome to the Ascalon Club. Die haben wahrscheinlich keinen Bock zu reden, wie man sieht. Gucken sich gegenseitig die ganze Zeit an und haben irgendwas. Ach so, es ist Blut. Trinken Blut wie Wein. Mit denen kann ich auch nicht sprechen. Alles klar. Mit dir kann ich aber sprechen, aber mit dem habe ich schon gesprochen. Naja, jetzt gehe ich mal weiter, ne? So. Aber vielleicht ist hier ja noch irgendwer. Ich gucke mal. Also, mit denen kann man nicht mehr reden. Geht nicht. Hier ist noch was. Das ist ein cooles Zimmer, aber... ich habe was vergessen. Ich glaube, hier war ich drin, ne? Oder nicht? Ey, wenn das schon alles Vampire hier sind, kann ich mich doch auch hier teleportieren, aber es geht nicht. Ich muss zu Fuß die ganze Zeit latschen. Chillinger. Okay, let's get out of here. Mit ihm kann ich auch nicht sprechen. Welcome to the Ascalon. Hier ist alles durcheinander, ey. War das nicht anders, als ich hier reingekommen bin? Achso, die haben diese Dings da alle getötet. Nicht schlecht. Aus hier. So, ich muss jetzt die ganzen Bürger befragen. Hier ist wieder so eine Information. Einige Gegner, darunter blinde Skulls und Prediger, werden deine Anwesenheit spüren. Während du diese Fähigkeit verwendest. Okay. Wenn du diese Fähigkeit verwendest, wird es gar zum Prediger werden, deine Anwesenheit während du diese Fähigkeit verwendest. Okay. Alles klar. Zum Glück habe ich diese Attacke gar nicht. Also das ist total unnötig, ey. Ich werde sie nie benutzen. Prediger werden es auch spielen. Nicht schlecht. Eigentlich keine schlechte Idee. So, wir sind jetzt draußen.
Schaut euch mal an, wie viele Erfahrungspunkte ich habe. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel auf einmal. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Ich werde mal mit der da sprechen. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. Ich werde sie nicht töten, keine Sorge. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease... Cool, das ist also die Tochter. Warum ist sie braun? ...young Echons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Okay, über lokale Ursachen der Epidemie. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys. A nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Okay, ist sie gesund? Sie ist gesund. Okay, ich denke, das war's. Goodbye, Charlotte. Sie hat uns schon genug Informationen gegeben, glaube ich. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Alles klar. Begib dich zum Infektionsherd. Alles klar. Da ist jemand, mit dem werde ich noch mal ganz kurz sprechen, weil wir müssen ja noch die Anwohner befragen. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry, I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Okay, über lokale Ursachen der Epidemie. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys. Yes? What about okay, jeder sagt, dass ich zu diesem Mullanis gehen soll. Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. Okay, alles klar, bist du gesund? Er hat Migräne, dann werde ich ihn nochmal medizinieren. It's a little late for visiting hours, don't you think? Wie gesagt, ich werde keinen Bürger töten, weil ich ja will, dass die Geschichte gut ausgeht. Same habits, old friend. Okay, das war's. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Alles klar. So, dann gehe ich mal zu diesen Millennials. Begib dich zum ersten Infektionsherd. Cool. Alles klar, das werde ich ja machen, ne? Aber irgendwie bin ich hier vollkommen falsch. Also da kann ich jetzt auch nicht hoch? Vielleicht hier rein? Nee, da auch nicht. Da kann ich mich auch nicht rumteleportieren, ne? Why are vampire hunters? Okay, hier sind wieder Gegner. I need to find out what they're after. Hab ich dich. Auf Level 27. Oh mein Gott, die werden mich umbringen. Greif ihn nur an. So, hab ich dich. Die sind viel stärker, ja. Ich muss ihn upgraden später. Okay, ich hab's geschafft, aber ich bin fast gestorben. Ich brauche unbedingt diese Unterkunft gleich. Puh, meine Güte. Zum Glück lädt sich das Leben währenddessen auf. Was ist das für einer?
Schläger von Preven auf Level 29. Die sind mega stark. Ein Rekrut von Preven. Wow. This is no place for you, sir. A leech! A leech! Ich werde erstmal abhauen. So, ab hier werde ich dann das Let's Play beenden. Ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Ich werde demnächst die Videos weitermachen. Ich muss jetzt nochmal in die Unterkunft und mich aufbessern, weil ich bin auf Level 17 und die sind alle auf Level 30, was das heißt. Für mich wird es bestimmt unmöglich sein, die ganzen Leute zu besiegen. Ich bedanke mich, dass ihr dieses Video bis hierhin angeschaut habt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Macht's gut. Ciao.